Die Dürre am Horn von Afrika. Millionen Menschen haben sie Hunger und Tod gebracht. Auch im zentralkenianischen Kitui fielen Ernten aus, müssen die Menschen bis heute ums Überleben kämpfen. Doch hier ist etwas anders. Einheimische Frauen haben Mittel und Wege gefunden, sich selbst zu helfen und sogar humanitäre Hilfe für andere zu leisten. Mühselige Versuche der dürren Erde noch etwas abzuringen. Hier wächst kaum noch etwas. Seit Monaten hat es nicht geregnet. Die Großmutter bekommt ihre Familie schon lange nicht mehr satt. Ich habe 6 Kinder und 7 Enkel. Wir bekommen manchmal Essen von der Regierung. Gestern hatten wir aber gar nichts zu essen und heute auch noch nichts. Gut, dass die Frauen der Selbsthilfegruppen uns jetzt helfen. Ohne sie wäre es wirklich schlimm. Die Frauen der Selbsthilfegruppen, einst gehörten sie zu den Ärmsten in ihrer Region. Mit Unterstützung der Kindernothilfe haben sie sich zusammengetan. Sie sparten gemeinsam Geld und investierten in eigene kleine Geschäfte und befreiten sich so aus der Armut. Als die Dürre auch ihre Region traf, da hatten sie eine großartige Idee: den Aufbau von Lebensmittelbanken. Hier können lokale Bauern in der Erntezeit Mais oder Bohnen zu fairen Preisen verkaufen. Die Frauen lagern sie und verkaufen sie günstig weiter. Das war früher nicht möglich, weil es hier keine Lager gab. Es blieb kaum Nahrung übrig. Die Marktpreise stiegen, die Menschen hungerten. Die Lebensmittelbanken sorgen heute für ein ganzjähriges Angebot und das reguliert den Marktpreis nach unten. Bei all dem erwirtschaften die Selbsthilfegruppen einen kleinen Gewinn. Damit versorgen sie besonders Bedürftige wie Niji Masila sogar kostenlos. Die Kindernothilfe hat den Lebensmittelbanken Starthilfe gegeben. Jetzt finanzieren sie sich selbst. Das einmal investierte Kapital dreht sich im Kreislauf von Angebot und Nachfrage, eben ganz ähnlich wie in einer Bank. Wir haben das Lager gerade eröffnet. Vorher sind wir in Buchführung und Kreditwesen geschult worden. Wir haben gelernt, wie wir die Kunden betreuen und außerdem haben wir noch ein Training in Lagerhaltung und Management bekommen. Erfolgreiche Mitglieder der Selbsthilfegruppe wie Nao Mulva können sogar schon jetzt überschüssige Ernteerträge an ihre Lebensmittelbank verkaufen. Sie hat gelernt, ihre Ernte besser vor Dürren zu schützen. Der Hof von Nao Mulva. Sie hat mit ihrem Sohn einen Vorratsspeicher für Mais gebaut. Jetzt kann sie das wertvolle Nahrungsmittel sicher und länger lagern. Ich habe in der Selbsthilfegruppe gelernt, wie ich meine Ernte verbessern kann. Ich wurde darin geschult, wie ich meinen Boden und die Anbaumethoden verbessern kann und wie ich Schädlinge bekämpfe. Jetzt habe ich sogar trotz der Dürre etwas zu ernten. Es ist nicht viel, aber es reicht für die Familie und für den Verkauf. Auch das Landwirtschaftsministerium unterstützt die Frauen und stärkt die Selbsthilfegruppen. Was wir tun, ist die Bäuerinnen unterstützen bei der Auswahl des dürreresistenten Saatgutes. Wir haben ihnen gezeigt, wie sie mit gezielten Bewässerungstechniken ein gutes Ernteergebnis erzielen und begleiten den ganzen Prozess von der Aussaat bis zur Ernte. Vor allem den Kindern in Kitui geht es besser. Die Selbsthilfefrauen wollen aber noch mehr, das Leben in der Region nachhaltig verbessern. Etwa das der Familie von Niji Masila. Die Enkel bekommen nicht nur Essen, sondern auch Schuluniformen geschenkt. Sogar die Schulgebühren übernimmt die Selbsthilfegruppe. Damit können die Kinder endlich zur Schule gehen. Die Selbsthilfegruppen von Kitui, sie investieren in die Zukunft ihrer Kinder. Die Lebensmittelbanken helfen ihnen dabei.